Am Freitag haben wir uns mit Wissenschaftlern, mit Zukunftsforschern, aber auch mit denen, die die internationale Situation einschätzen können, wie sicher leben wir auf dieser Welt, ausgetauscht. Und heute haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie denken die Deutschen? Was sind die Themen, die den Menschen unter den Nägeln brennen? Drei Punkte kann man eigentlich festhalten von dieser Klausurtagung. Erstens, wir müssen viel stärker geopolitisch, geostrategisch, europäisch denken. Zweitens, wenn wir gegen autokratische Staaten gewinnen wollen, dann müssen wir am Wettbewerb festhalten. Und drittens, ja, der Eigenverantwortung. Das Wort reden, dass der Einzelne wirklich auch die Freiheit hat, einfach mal zu machen. Wir werden jetzt inhaltlich sehr stark arbeiten, sehr stark auch an Positionen. Jetzt kommen die richtig heißen Themen. Wie geht es mit der Rente weiter, das Gesundheitssystem, das Aufstiegsversprechen? Wie können wir das erneuern? Wie halten wir diesen Laden zusammen? Aber jetzt geht es um die konkrete Ausgestaltung.